Nicht erst seit heute spielen Autos für uns eine ganz wichtige Rolle. Auch vor 100 Jahren war das schon der Fall. Im Ersten Weltkrieg hat die Luxusmarke Rolls-Royce die ersten Panzerwagen der Welt gebaut. In Großbritannien nahm man den Besitzern die Luxusschlitten für den Umbau sogar weg. Alles, was sonst noch wichtig war, vor 100 Jahren, jetzt in 100 Sekunden. Schlacht in der Nähe von Langemark. An der gesamten Westfront herrscht Stellungskrieg. Vier Regimenter aus vielen Freiwilligen und Landsturmtruppen scheitern bei einem Durchbruchsversuch an der belgischen Front. Die Rekruten waren in einer achtwöchigen Grundausbildung nur unzureichend auf den Krieg vorbereitet worden. Mangelhaft ausgerüstet standen sie erfahrenen britischen Berufssoldaten gegenüber. Tausende starben. Der 14-jährige Karl Belz und der 15-jährige Fritz Lehmann wurden für das Eiserne Kreuz vorgeschlagen. Lehmann rettete einem verwundeten Major das Leben. Viele Pfadfinder unterstützten die deutschen Truppen an der Front. In Jugendwehren bereiten sich Jungen zwischen 16 und 20 Jahren zweimal in der Woche freiwillig auf den Krieg vor. Doch es mehren sich die Stimmen, die Kinder vor dem Kriegsdienst bewahren wollen. Aufruf zum Dschihad. Kalif Mehmet V. Reshad ruft die Muslime zu den Waffen und erklärt den Heiligen Krieg. Die Türken kämpfen nun an der Seite des Deutschen Reichs und Österreich-Ungarns. Das Osmanische Reich soll auf Kosten von Russland bis nach Zentralasien ausgedehnt werden. Andere Ethnien sollen sich der osmanischen Mehrheit unterordnen. Panzerwagen als neue Waffe. In Großbritannien sollen alle verfügbaren Royce Silver Ghosts als Fahrgestelle für die neuen Militärfahrzeuge dienen und wurden bereits eingezogen. Die Rolls-Royce-Werke entwickeln einen mit Stahlplatten gepanzerten Wagen mit drehbarem Geschützturm. Ja, und das war's von uns, von der Drehscheibe. Die neuesten Nachrichten finden Sie natürlich jederzeit im Internet auf heute.de oder jetzt im ZDF-Mittagsmagazin mit Norbert Lehmann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis morgen. Ich zähle auf Sie.